Hallo und herzlich willkommen zur Boonguide zu Linux Reloaded. In dieser Videoserie werde ich euch in die Welt von Linux auf eurem Desktop-PC oder Laptop führen. Ich werde euch zeigen, wie ihr Linux neben anderen Betriebssystemen installiert, wie man es am besten für den täglichen Gebrauch aufsetzt und wie man es benutzt, von Anfang bis hin zur fortgeschrittenen Nutzung. Ihr habt eventuell schon die Folgennummerierung im Videotitel wie 1.0 gesehen. Die führende Nummer beschreibt ein Kapitel, während die Nummern rechts vom Punkt eine Spezialisierung des jeweiligen Themas darstellen. Es ist jedoch nicht notwendig, alle Teile eines Kapitels gesehen zu haben, um Linux erfolgreich auf eurem Rechner zu nutzen. Die Unterkategorien dienen lediglich dazu, ein Thema genauer zu beleuchten und um mehr ins Detail zu gehen. Dies bedeutet allerdings auch, dass mit einer größeren Nummer das Schwierigkeitslevel steigt. Ich versuche das Schwierigkeitslevel in der Videobeschreibung wie folgt darzustellen. Babypinguin, dies ist absolut grundlegender Stoff, dem eigentlich jeder folgen können sollte. Es ist also für die nicht so technisch versierten Leute unter euch gedacht. Teenager-Pinguin ist schon etwas anspruchsvoller, aber nicht allzu sehr. Es kann durchaus sein, dass hier und dort mal ein Konsolenfenster zu sehen ist, aber nichts, wo man ein Bachelor in Shell-Scripting für bräuchte. Erwachsener-Pinguin setzt logischerweise etwas mehr technisches Verständnis voraus. Wenn ihr euch nicht vor dem Terminal fürchtet, solltet ihr keine Probleme haben, diesen Folgen zu folgen. Weiser-Pinguin. Videos mit dieser Einstufung werden ziemlich selten sein, aber setzen ein solides Linux-Grundwissen voraus und dass man weiß, was unter der Haube alles so vor sich geht. Ich versuche dennoch, die Folgen so entspannt wie möglich zu halten, damit auch neue Nutzer etwas davon haben. Ihr habt euch auch eventuell schon gefragt, warum ich diese Serie Reloaded getauft habe. Das rührt daher, dass ich bereits schon mal eine Boonguide aufgenommen habe, allerdings war diese nur in Deutsch verfügbar und konzentrierte sich auf eine andere Linux-Distribution. Diese Serie wird sich auf eine andere Linux-Version fokussieren und in beiden Sprachen Deutsch wie Englisch verfügbar sein. Dies bedeutet allerdings nicht, dass die Distribution, die ich in dieser Auflage nutze, eine unabdingbare Voraussetzung ist, um eure Linux-Reise zu beginnen. In meinen Augen macht sie es uns nur einfacher, sie aufzusetzen und unsere Bedingungen anzupassen. Eine Linux-Distribution ist im Allgemeinen als eine Sammlung von vorkonfigurierten Anwendungen und Einstellungen zu verstehen. Ihr könnt aber jedoch jede Distribution euren Voraussetzungen anpassen. Einige Distributionen gestalten diesen Prozess nur einfacher als andere. Da dieser Kanal sich hauptsächlich auf Linux und Gaming fokussiert, wird auch diese Videoserie darauf abzielen, eine Linux-Umgebung fürs Spielen aufzusetzen. Keine Sorge, ich werde auch andere Bereiche behandeln wie digitales Zeichnen, 3D-Animation, Büro, Programmierung, Scripting, Treiberinstallation, Software von Source zu kompilieren, Multimedia und andere Sachen, die für den täglichen Gebrauch hilfreich sind. Ich hoffe, ihr habt Spaß an dieser Videoreihe und lernt viel über Linux und bleibt hoffentlich bei uns Pinguin. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.